Okay, herzlich willkommen und erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich bin hier mit ein paar von den frisch gebackenen deutschen Meistern vom BC Bischmisheim. Es wurde am Ende nochmal richtig spannend. Wir fangen erstmal an. Es ging mit dem Damendoppel los. Isabel, vielleicht du. Du warst die einzige Damendoppelspielerin am Feld. Erzähl mal, wie es für dich war. Ja, ein bisschen neues Gefühl, aber ich finde, Olga und ich haben es eigentlich ganz gut gemacht und auch Olga hat einen echt guten Job gemacht, sodass wir uns auch gut zurechtgefunden haben und dann konnte ich zwischendurch mit ein paar Doppelsachen vielleicht auch ein bisschen überraschen. Okay, das war der erste Punkt. 2-0, dann das Herrendoppel, Marc und Fuxi. Erster Satz, haben alle gedacht, es wird eine ganz schnelle Angelegenheit. Plötzlich ging der zweite Satz dann an Lüdinghausen. Was war los im zweiten Satz und warum hat es dann im dritten auf einmal wieder so gut funktioniert? Ja, ich denke, wir haben im ersten und im dritten Satz es sehr gut geschafft, aus den ersten drei Schlägen offensiv rauszukommen und haben das Halbfeld dann dominiert und da die Initiative eben gewonnen und waren fast durchgängig im Angriff. Und im zweiten Satz haben das Joshua und Nick eben sehr gut gemacht und haben uns da den Schneid abgekauft, sodass wir gezwungen waren zu heben und die ganze Zeit in der Defensive waren und dementsprechend, klar, haben wir den dann auch verloren. Es geht im Prinzip um 5 bis 10 cm Treffhöhe, die da den Unterschied machen und das spiegelt sich dann in so einem klaren Ergebnis wieder. Also es ist im Prinzip enger, als es aussieht, aber ja, zum Glück haben wir es dann nochmal gebogen bekommen im dritten. Ja. Dann der nächste Punkt, Marc. Ich glaube, viele haben sich sehr gefreut auf dein Einzel, auch von den Fans. Es war dann eher am Ende nicht so die Enttäuschung. Johann hat dann nach dem ersten Satz aufgegeben und auch der erste Satz war alles andere als spektakulär. Was war denn los oder was war der Grund für seine Aufgabe? Das weiß ich selber nicht genau. Das ist natürlich sehr schade. Ich habe mich auch auf das Einzel gefreut. Es ist immer super, eigentlich gegen Johann zu spielen. Er ist eigentlich ein großartiger Kämpfer und wir haben uns immer schon heiße Fights geliefert. Ich denke, das hätten die Zuschauer auch heute verdient gehabt, aber wenn er nicht spielen kann, wird er seine Gründe haben und ja, wir haben nichts anderes als gute Besserung zu wünschen. Ja, dann stand 3-0, alle dachten schon, es wird ein schnelles Ding, aber Olga hat es dann nochmal richtig spannend gemacht. Ja, alle haben gedacht, es kommt nochmal zum Duell mit Karin, aber dann war Yvonne auf der anderen Seite. Erzähl mal kurz von dem Spiel, am Ende in der Verlängerung im dritten Satz. Ja, wie hast du dich gefühlt am Feld? Ja, ich war richtig platt, richtig müde. Sie hat auch sehr gut gespielt, so ich musste einfach kämpfen bis Ende. Und ja, am Ende hat es funktioniert. So. Schön den Siegpunkt zu holen, oder? Ja. Okay, Dieter, du hast noch angefangen am Ende. War dann auch noch ein knapper erster Satz, aber hättest du auf jeden Fall geholt, oder? Also es ist ein bisschen schwierig, ins Spiel zu gehen, wenn die Olga 17-13 führt und denkst, es ist vorbei. Und dann macht sie es auch nochmal spannend, dann musst du aufs Feld. Am Anfang hat es dementsprechend nicht so gut geklappt. Mir fehlt noch ein bisschen Spielpraxis, aber wir haben ja auch ab und zu mal am Ende unseres Satzes haben wir rübergeguckt, was die Olga macht beim Matchball. Zum Glück konnte ich halt den ersten Satz gewinnen, da den Druck erhöhen und ich bin froh, dass Olga es gewonnen hat, aber sonst hätte er es gemacht. Ich wäre als Backup dahinter gewesen. So, und wie geht es jetzt heute noch weiter? Meisterfeier nehme ich an. Ja. Alles klar, lassen wir mal so stehen. Dann vielen Dank und noch eine schöne Feier. Danke.